Alles klar, Namenloser. Okay, danke schön. Also musst es doch beide Hände so lange dran lassen, bis es richtig aktiviert war. Sorry. Okay, also diese Form brauchen wir da. Jetzt halt die Form vergessen, oder? Nee, halt nicht. Okay. Da haben wir sie. Hier haben wir wieder den Würfel. Den werden wir uns mit dem Okular angucken müssen. Und hier haben wir die Kräuterbutze. Für das Ding war ich auch zu blöd. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, beide Hände zu benutzen. Also ich hatte jetzt... Namenloser, dein Tipp war der letzte eigentlich im Ganzen, aber ist richtig, ist okay, danke. Ich hatte schon gemerkt, dass hier irgendwas vibriert hatte und als ich beide rangemacht hatte, war dann mal so, habe ich gedacht, naja, okay, jetzt spiel ich das Spielerchen nebenbei, aber jetzt beim letzten Mal ist es immer kräftiger geworden, wisst ihr? So, Kräuterli. Wir sehen hier eine Flamme. Die Flamme gibt es hier nicht. Ja. Das heißt, wir müssen hier. Doch nicht. Ach, Flamme. Flamme, alles klar. Jetzt ehrlich? Alles klar. Aber was ist jetzt die 1? Ah, okay, bleibt jetzt dauerhaft. Gut. Heißt, wenn ich mir so einfach die Flamme angucke, wir nehmen einfach jetzt das Zahnrad, oder? Hier. Okay, also köchelt erstmal. Wir hatten jetzt ein Zahnrad, den nehmen wir jetzt. Warte mal. Wie waren das letztens? 1, 2, 3. Oder wollen wir jetzt einfach das nehmen und als letztes dieses? Ich würde sagen, ja, wir nehmen als erstes jetzt die Wellen. Keine Ahnung, das ist jetzt bloß mal so ein Spinnerei von mir. Wo sind die Wellen hier? Gibt's die überhaupt? Gibt's da hier auch nicht. Gibt's da bloß ein Zahnrad? Hä? Ne, hier ist es doch. Es lebt. Es lebt. Okay. Einfach nur eklig.
Jetzt ist die Frage. Kann es sein, dass das letzte so ein Käfer war? Wir haben jetzt diese, uns fehlen jetzt noch die Wellen. Die sind hier nicht mit drinne. Die sind da nicht mit drinne. War das letzte vielleicht so ein Käfer? Nee, war er nicht. Die Wellen sind dort nicht mit drinne. Hier sind die Wellen. Hier sind die Wellen. Ach, dann brauche ich jetzt noch mal den? Ist das so? Okay. Schauen wir mal. Tatsache. Tatsache. Mehr her den Würfel. Ein Türgriff für diese Tür da. Oh, Junge. Kannst du die Tür nicht einfach langsam aufmachen? Verstehe mal nicht diese Hektik. Ich hasse so eine Räume. Ich hasse so eine Räume. Halbmond. Erkennst du diesen Ort, Beobachter? Er betrachtet ihn als sein Bereich. Aber wie alles andere hat er ihn seinem Gebieter gestohlen. Er hatte schon zahlreiche Gebieter und ebenso oft hat er gestohlen. Gemeinsam werden wir ihn teuer bezahlen lassen für das, was er getan hat. Der Torbogen ist offen. Das Ritual kann beginnen. Der Torbogen ist offen. So, wir hatten. Wir hatten einen sehr weichen Mond. Aber wenn ich jetzt den nehme, den Würfel. Passt doch ungefähr, oder? Ja. Muss ich jetzt hier runter? Kommt hier der Würfel hin? Nee. Nee. Ach so, hier war das drin. Hier kommt irgendwas drin. Hier kommt generell irgendwas drin. Und das sieht aus wie so ein Ritualtempel hier.
Okay, hier haben wir nichts mehr. Was soll mir der Würfel sagen? Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab's, ich hab's. Dieser Würfel wird aktiviert, wenn der Mond richtig steht. Dann wird der aktiviert. Hier muss er hin. Namenloser. Da haben wir's. Ein Käfer. Krass. Krass, 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 krass. Ob er wirklich richtig steht, das siehst du, wenn der Würfel angeht. Sehr cool. So sind sie, unser 80er-Jahre-Kinder. So, war so. Hier, haben wir den schon mal. Aber warte mal. So, dann brauchen wir noch einen Käfer. Und wir brauchen diese durchgestrichene Dreieck, was sicherlich flüssig ist und nicht von hier kommt, stimmt's? Jo. Oh, ich wette, du kannst den Käfer da reinstecken. In die Suppe meinst du, ja, mit Sicherheit. Ah, gut, dass du das direkt richtig verstanden und entsprechend gelesen hast. Ja, na, selbstverständlich. Also. Was war jetzt bitte? Das durchgestrichene Dreieck. Hier ist er. Und der Käfer. Ich denke mal, jetzt kannst du den Käfer einfach so rinschmeißen in die Suppe. Nein! Komm her! Jetzt kann natürlich sein, dass wir verkehrt rum sind. Der Käfer will nicht. Hey, was mit dem Käfer nicht richtig? Ist es überhaupt so ein Käfer? Also vielleicht ist es so ein Käfer, aber vielleicht muss ich den ja nicht killen. Ahoi, die. Ja, das sollst du nur wissen, dass der Käfer als letzte dran ist oder was? Zack, hat die Suppe sich den Käfer geholt. Ein Schlüssel mit Mondgravur. Ja, schön. Ach, alles klar. Nee, doch nicht klar. Okay, ist ja gut, meine Güte. Okay, auf jeden Fall wussten wir jetzt schon mal, was mit dem Käfer ist. Jetzt sind wir hier mit klargekommen. Jetzt hatten. Hier sind wir, denke ich, durch. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal runter, wa? Ich denke mal, das Ende vom Lied. Wird sowieso da unten sein.
Die Frage ist allerdings, was mache ich jetzt hier mit dem Schlüssel? Noch überhaupt nicht, weil der Schlüssel wird hier nicht passen. Hier fehlt irgendwas. Nee, wir sind noch nicht so weit. Und hier fehlt auch noch irgendwas. So, seid mir nicht böse, aber ich muss noch mal eine kurze Augenpause machen. Wenigstens mal einen Schluck trinken. Oh, jetzt ist. Nee, hier stellen wir uns nicht hin. Bloß mal schnell ein Schlückchen trinken, ja. Was? 1908? Auch nicht schlecht. Spiel pausiert. Alte Granate. Krasses Spiel. Haben wir jetzt echt schon 4,5 Stunden? Okay. Habe ich getrunken. Mit dem neuen Monokel nochmal gucken, machen wir. Oh, der Bot ist wieder da. Na Menschenskin nochmal. Herzlich willkommen. Nee, leider auch nicht mehr, namenloser Lubik. Nee. Stunde haben wir gequatscht da. Eine Stunde haben wir gequatscht vorher. Hm? So. Jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen. Wo waren wir jetzt noch nicht dran? Warte mal. Ach, hier, guck mal hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Hier ist auch nur so ein Zeichen. Hier kannst du noch irgendwie schieben, oder? Ist das nicht zum Schieben? Ist das einfach nur so? Ach Quatsch, Pause, Blödsinn. Oh, hier passiert was. Hier passiert was. Ah, guck mal. Ah, das sind Schlösser. Und der Schlüssel nimmt die Form an, die du hier einstellst. Aha. Warte mal.
Ein Kurbelgriff. Ein Kurbelgriff? Ein Kurbelgriff. Da brauchen wir einen Halbmond. Warte mal, wir machen erstmal einen Halbmond noch. So. Warte mal, stellen wir den Schlüssel noch so ein. Der Kurbelgriff, der kommt hier ran. Okay. Dann würde ich sagen, dann holen wir uns erstmal, gehen wir erstmal hier noch ran. Alter, krass, oder? Diese Verschachtelung alles. Eine blutrote Linse. Die brauchen wir sicherlich hier. Ah, guck mal. Guck mal. Und jetzt wird die ganze Sache gleich rot. Und jetzt hast du einen Blutmond. Und jetzt nimmst du den Schlüssel. Und da hast du den Blutdiamanten. Ist das krass, oder? Hammermäßig, ganz ehrlich, mir fällt da echt nichts zu ein gerade. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Zum Glück haben wir Half-Life gespielt, ja. Wisst ihr noch, mit diesen komischen Rätsel, mit diesem Ziehen da? Hat erst einer von drei? Wieso? Ach so, na, hier sind wir noch ja nicht mal, Namenloser. Da sind wir noch ja nicht. Origins. Eine Tarotkarte. Ich kann Stimmen hören, sie sagen, bring die... Ich habe die Stimme jetzt nicht gehört und ich habe keine Ahnung, wo die Karte hin soll. Aber ich vermute mal, doch, ich weiß, wo die Karte hin soll. Hierhin. Das macht die Sache nicht besser, ja? Mensch, ist Twitch wieder früh mit der Live-Benachrichtigung. Ja. Hä, jetzt sind wir doch wieder in dem Museum hier. Krass. Hä? What? Wir nehmen mal das Einfachste. Okay, das ist falsch. Hä? Dreieck hier stört mich gerade irgendwie.
Also nicht stört mich gerade irgendwie, aber warte mal, müssen wir das Ding anmachen? Aha. Aha. Na gut, okay. Festgehalten hat er sich. Wir müssen die Uhrzeit einstellen. Ist das jetzt korrekt? Nicht wahr? Ach, hier. Ach, was ist denn jetzt richtig? Das Ding oder das Ding? Das Ding hier, oder? So? Der mittlere muss. So? Ah, jetzt. Ach, und jetzt? Was jetzt passiert? Ach, hier sind jetzt Hebel gekommen. Muss ich jetzt beide hochmachen? Ach nee. Jetzt sind die drei. Warte mal. Verstehe ich jetzt nicht. Wo ist jetzt der Hinweis für diese Drehzahl? Ohne Brille? Ah, jetzt sieht die ganze Geschichte anders aus. Nee, ist immer noch dasselbe. Hier ist überall dieses Symbol und hier ist das Symbol. Es sind vier. Also überall, wo dieses Symbol mit drauf ist, sind vier Leute auf der Waage. Und hier, wo das Symbol ist, ist Janisch auf der Waage. Das ist überall dieses, was hier unten ist. Bin ich jetzt der Meinung, dort sind überall vier Leute auf diesem. Hier sind vier. Na gut, hier sind sie jetzt beide auf dem Bild. So, dafür sind aber überall, wo hier dieses Bild ist, sind zig Leute. Weiß ich. Ja, weil wenn du jetzt das anmachst. Der zeigt dir ja nur den Kreis, den du hier einstellen musst. Und dann haben wir ja gesehen, dass was passiert ist. Die Uhrzeit hier, weiß ich nicht, was die sagen soll. Also dieser Zeiger. Auf jeden Fall jetzt im Endeffekt irgendwo um den Pharao oder sowas. Nee, auch nicht. Oh. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt gepasst hat. Hier vier und dort drei. Keine Ahnung.
Zufall 0. Ein ägyptisches Relikt. Ja. Okay, sind wir jetzt fertig hier? Ich glaube, du hättest zählen müssen, wie oft die Symbole zu sehen sind. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jesse, hast du recht. Das Symbol ist dreimal da und das Symbol ist viermal da. Hast du recht. Micha, was ist denn da los? So, das Relikt war wichtig, ja? Sehe ich das so richtig?